Ja, wir sind hier von der Friedensfahrradtour 2014 der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner. Und wir sind eine Woche lang unterwegs auf Achse für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa. So ist das Motto dieser Tour. Und es findet statt aus Anlass des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkrieges und des 75. Jahrestags des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Und wir wollen mit dieser Fahrradtour eben gegen auch heutige Tendenzen der Kriegsführung, der Aufrüstung protestieren und uns für Frieden und für Abrüstung einsetzen. Dabei fahren wir verschiedene Stationen an, von Köln sind wir gestern über Krefeld und heute Duisburg hier nach Essen gekommen. Wir haben gestern in Köln an die Opfer des Atombombenabwurfs auf Nagasaki am 9. August gedacht und heute in Duisburg auch den Zusammenhang zwischen ziviler und militärischer Nutzung der Atomenergie aufmerksam gemacht. Und heute hier in Essen wollen wir mit Blick auf die Wiener Hügel, auf die Rolle der Rüstungsproduktion hier in Essen damals und heute aufmerksam machen und haben heute Nachmittag unser Ende in Hattingen und besichtigen dort in der ehemaligen Henrichshütte eine Ausstellung mit dem Titel Stahl und Moral, die eben auch mit der Frage der Rüstungsindustrie im Ruhrgebiet kritisch auseinandersetzt. Ja, und so geht es weiter dann über Ostwestfalen, wo wir uns vor Bundeswehrkasernen protestieren wollen, wo die Bundeswehr ihre Einsätze in Afghanistan von dort ausgeführt hat und diesen Einsatz, der gescheitert ist, auf ganzer Linie wir kritisieren und einfordern, dass daraus der Schluss gezogen wird, die Auslandseinsätze der Bundeswehr ins Ruhrgebiet abzuschaffen. Und später geht es dann von Herford mit der Bahn nach Brandenburg und dort treffen wir die anderen Radler, die sich aus Bayern und aus Rostock aufgemacht haben und zusammen werden wir dann nach Berlin hineinfahren und dort unsere Friedensbotschaft an den Botschaften der ehemaligen Kriegsteilnehmer übergeben. Und diese Botschaft lautet, unsere Friedensbotschaft überbringen, und die lautet, vor 100 Jahren wurde der Krieg erklärt, heute erklären wir den Frieden. Wir weigern uns, Feinde zu sein und andere Menschen zu töten. Wenn unsere Regierung Krieg führt, dann nicht in unserem Namen. Und unter dieser Erklärung haben wir Unterschriften auf den Weg gesammelt, auf solchen Karten, wie sie hier gesehen sind. Und diese Karten werden wir dann am Samstag, kommenden Samstag auf dem Alexanderplatz bei einem großen Friedensfest an Luftballons, hunderte von Luftballons mit diesen Erklärungen steigen lassen in den Himmel von Berlin, damit diese Erklärung weit verbreitet wird. Hallo. Es gibt aber trotzdem was. Also das war jetzt der Scherz von mir. Ja, habt ihr ja tapfer durchgehalten bis jetzt, ne? Und gestern kein Momentan? Gestern? Weiter! Wir haben damit gerechnet, dass ihr noch nicht fest habt. Wir haben extra Tour angelegt. Was ist denn mit deinem Fahrer? Einmal geflitzt schon, aber es schon wieder bleibt. Oh. Gar nicht haben.
Ja, ja, doch, da ist. Und zwar da an der Seite das Dach. Mehr sieht man. Fahre ich geradeaus. Aber irgendwie bringt ihr den Regen mit. Wir haben jetzt gerade in der tollsten Sonne gesessen. Stadt willkommen. Am 6. August jährten sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zum 69. Mal. Okay, das ist jetzt nicht. Aber da kommt wahrscheinlich noch schlagartig klar gemacht, welche Zerstörungskraft Atombomben besitzen. Genau 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs und 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs ist eine weltweite Ächtung von Atomwaffen aber noch immer in weiter Ferne. Dieses war Anlass für die Anti-Atom- und Friedensinitiativen, am 6. August eine Kundgebung unter dem Motto Hiroshima und Fukushima mahnen, für eine Welt ohne Atomwaffen und Atomenergie durchzuführen. Sie wollten damit ein klares Zeichen für das Verbot aller Atomwaffen und der Urananreicherung sowie für den Ausstieg aus der Atomenergie setzen. Das Essener Friedensforum und die DFG-VK fordern, dass die Konzerne ihr Engagement bei den AKWs aufgeben und die vorhandenen schließen. In Kronau im Münsterland. Sie erzielte im Jahr 2010 bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 390 Millionen Euro. Mehr als eine halbe Milliarde Euro hat die Bundesrepublik in die Forschung für die Urananreicherung der Urenco in Kronau und andernorts investiert. Die Urenco ist potenziell der Schlüssel zur Atombewaffnung auf Basis von Uran. Auch wenn die BRD zurzeit kein waffenfähiges Uran herstellt. Die Anlage in Kronau macht klar, dass Deutschland grundsätzlich in der Lage wäre, Uranwaffen herzustellen. Außerdem wissen die Konzerne immer noch nicht, wie sie das Spaltmaterial sicher entlagern können. In der andauernden Skandalserie um das Versuchsendlager Asse 2 hat nun die Umweltorganisation Greenpeace neues Material veröffentlicht. Angelieferte Fässer, ich zitiere, ist also ein Zitat, angelieferte Fässer durften ab Dezember 1975 fünfmal mehr Radioaktivität enthalten als ursprünglich vorgesehen. Berichtet Greenpeace unter Berufung auf einen Schriftwechsel zwischen Stromkonzernen, dem damaligen Assbetreiber und dem Bundesinnenministerium. Greenpeace sprach von einer heimlichen Allianz zwischen Aufsichtsbehörden und Atomkonzernen. Die Energiekonzerne handeln getrieben von Profitgier und die Politik hat sie dabei unterstützt, erklärt Heinz Miethal, Atomexperte von Greenpeace. Weiter im Bericht: Voraussichtlich wird es in der Asse auch weiterhin zu Bewegungen im Deckgebirge aufgrund der noch großen offenen Hohlräume in der Asse kommen. Laut den Ihnen vorliegenden Gegengutachten wird die freigesetzte Radioaktivität in der Folge nach außen ins Grundwasser gepresst, wenn sich die Hohlräume der Grube durch den Gebirgsdruck nach und nach schließen. Dieser Gefahr kann nur mit der umgehenden Bergung der Atommüllfässer begegnet werden. Ein weiteres Problem stellt die vom Westen militärisch genutzte Uranmunition dar. Die furchtbaren Folgen der verwendeten Uranmunition, viele Frauen in Irak, Bosnien oder Afghanistan bringen missgebildete Kinder zur Welt. Eindringlich zeigt der Film Deadly Dust, Klammern Todesstaub, Uranmunition und die Folgen. Die Urantechnologie für Geschosse ist in Deutschland entwickelt worden. Die IPPNW, deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, fordern eine Ächtung der Uranmunition. Noch ein paar kurze Bemerkungen zu den Firmen in unserer Stadt, die an der Waffenproduktion beteiligt sind. Die bekanntesten sind hier Firma Ferrostahl und ThyssenKrupp, deren Manager mittlerweile wegen Korruption bei den U-Boot-Deals und anderen Rüstungsverkäufen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden sind. Nach Fakten zur Rüstungsexportpraxis des Konzerns wird deutlich, dass der ThyssenKrupp-Konzern über seine Konzerngesellschaften ThyssenKrupp Marinesystems in Klammern TKMS Hamburg und Hoheitswerke Deutsche Werft HDW Sitz in Kiel Kriegsschiffe entwickelt, baut und exportiert. ThyssenKrupp Marinesystems gilt bei nicht atomar angetriebenen U-Booten als Weltmarktführer. In den vergangenen Jahren verkaufte HDW fast 40 U-Boote mit Brennstoffzellenantrieb, die später atomar bestückt werden können
und exportierte diese auch in Spannungsgebiete wie Israel und Südkorea. Weltkriege nicht für ein Umdenken aus. In diesen Wochen muss man den Eindruck haben, dass die Firmen, die todbringende Waffen produzieren, kaum etwas gelernt haben. Aktuell sollen 40 Kernkraftwerke nach Afrika exportiert werden. Während die Atomkraft in Deutschland ein Auslaufmodell ist, begeistert sie die Regierungen Afrikas. Sind Atomkraftwerke dort sicherer als bei uns? Wir fordern dringend, hört auf mit der Waffenproduktion und dem Bau neuer AKWs. Investiert das Kapital in vernünftige, der Menschheit nützliche Bereiche. Wir müssen unsere Bemühungen verstärken für Frieden und soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der Umwelt. Das ist dringender denn je. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns viel Kraft und Durchhaltevermögen für ein menschenwürdiges Leben auf dieser Erde und wünsche euch jetzt eine gute Weiterfahrt, relativ trocken, pannenfrei und kommt gut an in Hattingen. Das kann man in jeder Schule einführen. Ja. So. Ja. Das habe ich also gerade eben abgefragt. Kommen wir wieder auf der Brücke. 1. September. So etwas vermisse ich am Bahnhöfen, dass man die Fahrräder hochschieben kann. Die sind so was von blöd in den Bahnhöfen. Das kriegst du da alleine nicht hoch. Nein, das schaffe ich schon. Meinst du? Ja, sicher.